Aufstellung, gell? Mama, ich hab mich erst niedergelegt. Dann gehst du nächstes Mal früher ins Bett. Ist was passiert? Arbeiten musst. Das ist passiert. Oh, scheiß Paris, ring's nicht. Das kann dir wurscht sein. Du bist ein Knecht. Also denk wie ein Knecht. Das machen wir mit einem Messbecher und nicht mit der Schafe. Wenn sie es mengen, magst du das Gemeint um den Rindviech überlassen? Rindviech! So ein Kraftfutter kostet einen Batzen Geld und ich hab's ihn zum Nachschmeißen. Warum kaufst du den ausländischen Dreck überhaupt? Der Dr. Janssens, der gibt für sowas keinen Pfennig aus. Und der hat den ganzen Schmarrn studiert. Dein Humor kannst du für einen Sonntag aufheben. Doktor, wo fahren Sie hin? Nach Landshut. Ist was mit der Kleinen? Wir kaufen heute Kühe. 4 Stück, Herr Schandl. Musst du nicht in die Schule? Nein, ich bin heute krank. Das sage ich aber der Katharina, hä? Hat dir jemand ins Ziel geschissen? Weizendünger, Sarg und Karrenbahn. Du warst schon immer unmusikalisch. Du noch nie einen Zehner gewährt. Mit Kleingeld hab ich noch nie was im Sinn gehabt. Arbeit hast du nie was im Sinn gehabt. Aber damit ist jetzt Schluss, ist, dass die 70.000 abzahlt sind. Fahr in Zukunft geradeaus. In jeder Beziehung. Ist das alles? Passt. Sauerei da, ich zieh dir vom Lohn ab. Jemals weggefahren. Ja. Komm ins Bett. Immer wieder hört oder liest man, dass die Lehrer angeblich so gestresst sind. Aber wie viel Urlaub die haben, da sagt keiner was. 4 oder 5 Mal im Jahr. Unsere Hochzeitsreise war 2 Tage Landwirtschaftsfest in München. Wir fahren schon mal wohin. Wenn du sowas sagst, total unromantisch. Vielleicht ist das romantisch. Na, stell mir halt vor, ich war in einem Hotelbett. Machst die Augen zu. Kommt, sie möchte nicht die Letzte in der Kirche sein. Nach Herbert Holz gemacht, verstanden? Heute am 5. Sonntag. Vielleicht hast du dann eine Erleuchtung. Oma, wir müssen in die Kirche. Herr Schandl? Ja, grüß Gott. Ich hätte gern mit dem Fräulein Claudia Schandl gesprochen. Sind Sie der Vater? Ja, richtig. Es handelt sich nämlich um die Anzeige gegen den bei uns inhaftierten Herrn Grossmann. Anzeige gegen den Kalle? Wer hat denn einen angezeigt? Na, die Tochter, Herr Schandl. Kommen Sie mit ins Haus. Claudia! Einen Kaffee wollen? Meine Frau wird gleich da sein, die ist in der Kirche. Claudia! Kennen Sie den Herrn Grossmann näher? Ja, der arbeitet drüben beim Herrn Doktor. Das stimmt also. Nehmen wir's Platz, bitte schön. Danke. Claudia! Wieso? Ist was mit dem Herrn Grossmann? Das wissen wir eben noch nicht. Was ist denn? Setz dich her. Du sollst dich hersetzen! Morgen, Freund Schandl.
dass der mal anzeigt. Ja, mit der Schreckenberg-Evan. Die hat alles gesehen. Und ich erfahr da nichts. Wann hättest du denn sagen sollen? Fräulein Schandl, erzählen Sie uns noch mal, was gestern in der Disco passiert ist. Ich war auf dem Klo. Der Flip plötzlich durch und der Kalle packt mich und... Warst du auf dem Klo gesessen? Nein, sie war vor dem Spiegel im Waschraum gestanden. Es hat seit Nacht ausgesagt. Aber in der Damentoilette. Und wenn Schreckenberger Ivan nicht dazugekommen wäre, dann... Sie haben doch sicher registriert, dass der Herr Grossmann völlig betrunken war. Der und betrunken? Ja. Der trinkt doch sonst nie was. Außer wenn er Minderjährige vergewaltigen möchte. Das war ja nicht das erste Mal. Meinen Sie das, Freund Schandl? Ja, er war doch deswegen schon einmal eingesperrt. Von was reden Sie denn da? Rasch rein. Was war denn dann los in der Damentoilette? Er ist einfach gekommen und voll auf mich drauf und dann... Dann? Nix dann. Habt ihr Kalle besoffen gemacht? Ihr habt ihr was gemacht? Wer ihr? Der Mike und seine sauberen Freund. Frag's doch selber. Schreckenberger. Yvonne hat gleich vom Vergewaltigen geredet und... Ich möchte eine richtige Antwort. Fräulein Schandl, es ist sicher nicht angenehm, was Ihnen passiert ist. Aber Sie müssen die Wahrheit sagen. Wo hatte der Kalle über euch angelangt? Überlegen Sie sich Ihre Antwort genau. Ich hätte nämlich für einen Herrn Grossmann ernste Folgen. Das war also gar nichts. Fräulein Schandl, ziehen Sie Ihre Anzeige zurück. Darf ich da bitte schön aussteigen? Was hier? Aber wir würden Sie doch heimfahren, Herr Grossmann. Na, halten Sie bitte. Herr Schandl! Geht's hier? Geh weiter. Geht's wieder, Kalle? Ich bin unwichtig, aber die Viecher. Auf jeden Fall vielen Dank, Herr Schank. Aber geh, für was denn? Das sind ganz schön aufgeblatt. Bei dem, was die gefressen haben, kein Wunder. Wo hast du, Herr Doktor? Wollen wir's hoffen? Die Ahnung. Was machst du denn für Gesicht, Paul? Ich zahl dir doch nicht schlecht. Bei uns kommt man sich bald wie in einem Sanatorium vor. Lucke, der Mittagszeit ist um! Claudia, hol der Mama! Nichts als Felix! Servus, Herr Doktor! Ich bin wieder fest im Tier! Ja, die kleine Abwechslung hatte ich verdammt nötig. Naja, das Geld verdienen am Schreibtisch ist halt einfacher, gell? Ich wollte mich noch für das Verhalten von der Claudia entschuldigen. Ich muss mich für Ihre Hilfe bedanken, Herr Schandl. Hoffentlich haben Sie dem Kalle keine Vorwürfe gemacht. Ach, wissen Sie, die Claudia ist noch sehr jung. Sie ist ein erstaunlicher Mann, Herr Doktor. Aber den Krieg gegen das Unkraut verlieren Sie trotzdem. Soll ich Ihnen nicht mal schnell drüberfahren als Wiedergutmachung sozusagen? Sie sind wirklich unmöglich, Herr Schandl. Und Sie haben einen Dickkopf. Ihre Standfestigkeit und am Rockefeller sein Geld, das war die ideale Kombination. Wo der bloß bleibt. Warten Sie auf jemanden? Mein Herrn Bruder, jetzt braucht er schon nach Landshut hin und zurück 4 Stunden. Kommt, soll er seine Sachen nehmen und abhauen. Paul!
5 Minuten bist du weg, sonst bringe ich dich um. Seist du, Maria, kann nur beten. Weiter rechts, faul! Nicht so hoch! Sag uns, was dich drückt, Bö. Dann wird's dir leichter. Du weißt, was Feier gelegt hat. Ins Bett. Ist was passiert? Arbeiten musst. Das ist passiert. Oh, Scheiß, Paris ringt's nicht. Das kann dir wurscht sein. Du bist ein Knecht. Also denk wie ein Knecht. Schafe! Wenn sie es mögen, magst du das Gemeint um den Rindfisch überlassen. Rindfisch! So ein Kraftfutter kostet ein Batzen Geld und ich hab's ihn zum Nachschmeißen. Warum kaufst du den ausländischen Dreck überhaupt? Der Dr. Janssens, der gibt für sowas keinen Pfennig aus. Und der hat den ganzen Schmarrn studiert. Dein Humor kannst du für einen Sonntag aufheben. Wo fahren Sie hin? Nach Landshut. Ist was mit der Kleinen? Wir kaufen heute Kühe. 4 Stück, Herr Schandl. Musst du nicht in die Schule? Nein, ich bin heute krank. Das sage ich aber der Katharina, hä? Jemand ins Ziel geschissen. Weizendünger, Sarg und Karenband. Du warst schon immer unmusikalisch. Du noch nie einen Zehner gewährt. Mit Kleingeld hab ich noch nie was im Sinn gehabt. Arbeit hast noch nie was im Sinn gehabt. Aber damit ist jetzt Schluss, ist, dass die 70.000 abzahlt sind. War in Zukunft geradeaus. In jeder Beziehung. Ist das alles? Fast. Sauerei da, ich zieh dir vom Lohn ab. Jemals weggefahren. Ja. Komm ins Bett. Sieh mal wieder, hört oder liest man, dass die Lehrer angeblich so gestresst sind. Aber wie viel Uhr? In jeder Beziehung ist das alles. Fast. Sauerei da, ich zieh dir vom Lohn ab.
hier jemals weggefahren? Ja. Komm ins Bett. Sieh mal wieder, hört oder liest man, dass die Lehrer angeblich so gestresst sind. Aber wie viel Urlaub die haben, da sagt keiner was. 4 oder 5 Mal im Jahr. Unsere Hochzeitsreise war 2 Tage Landwirtschaftsfest in München. Wir fahren schon mal wohin. Wenn du sowas sagst, total unromantisch. Vielleicht ist das romantisch. Na, stell mir halt vor, ich war in einem Hotelbett. Machst die Augen zu. Komm, sie möchte nicht die Letzte in der Kirche sein. Nach Herbert Holz gemacht, verstanden? Heute am Pfingstsonntag. Vielleicht hast du dann eine Erleuchtung. Oma, wir müssen in die Kirche. Herr Schandl? Ja? Grüß Gott. Ich hätte gern mit dem Fräulein Claudia Schandl gesprochen. Sind Sie der Vater? Ja, richtig. Es handelt sich nämlich um die Anzeige gegen den bei uns inhaftierten Herrn Grossmann. Anzeige gegen den Kalle? Wer hat denn einen angezeigt? Na, die Tochter, Herr Schandl. Kommen Sie mit ins Haus. Claudia! Wenn Sie einen Kaffee wollen, meine Frau wird gleich da sein. Die ist in der Kirche. Claudia! Kennen Sie den Herrn Grossmann näher? Ja, der arbeitet drüben beim Herrn Doktor. Das stimmt also. Dann nehmen wir's Platz, bitte schön. Danke. Claudia! Wieso? Ist was mit dem Herrn Grossmann? Das wissen wir eben noch nicht. Was ist denn? Setz dich her. Du sollst dich her setzen! Morgen, Freund Schandl. Du hast jemanden angezeigt? Ja, mit der Schreckenberger Yvonne. Die hat alles gesehen. Und ich erfahr da nichts. Wann hättest du denn sagen sollen? Fräulein Schandl, erzählen Sie uns noch mal, was gestern in der Disco passiert ist. Ich war auf dem Klo. Da fliegt plötzlich durch und der Kalle packt mich und... Warst du auf dem Klo gesessen? Nein, sie war vor dem Spiegel im Waschraum gestanden. Es hat seit Nacht ausgesagt. Aber in der Damentoilette. Und wenn Schreckenberger Yvonne nicht dazugekommen wäre, dann... Sie haben doch sicher registriert, dass der Herr Grossmann völlig betrunken war. Der und betrunken? Ja. Der trinkt doch sonst nie was. Außer wenn Kalle besoffen macht. Ich hab dir was gebracht. Wer ihr? Der Mike und seine sauberen Freund. Frag's doch selber. Mit Schreckenberger Yvonne hat gleich vom Vergewaltigen geredet. Und... Ich möchte eine richtige Antwort. Fräulein Schandl, es ist sicher nicht angenehm, was Ihnen passiert ist. Aber Sie müssen die Wahrheit sagen. Wo hatte der Kalle über euch angelangt? Überlegen Sie sich Ihre Antwort genau. Die hätte nämlich für Herrn Grossmann ernste Folgen. Das war also gar nichts. Fräulein Schandl, ziehen Sie Ihre Anzeige zurück. Darf ich da bitte schön aussteigen? Was hier? Aber wir würden Sie doch heimfahren, Herr Grossmann. Na, halten Sie bitte. Herr Schandl! Geht zu, geh weiter. Geht's wieder, Kalle? Ich bin unwichtig, aber die Viecher. Auf jeden Fall vielen Dank, Herr Schank. Aber geh, für was denn? Das sind ganz schön aufgebraut. Bei dem, was die gefressen haben, kein Wunder. Wo hast du, Herr Doktor? Wollen wir's hoffen? Die Arme. Was machst du denn für Gesicht, Paul? Ich zahl dich doch nicht schlecht.
Bei uns kommt man sich bald wie in einem Sanatorium vor. Lucke, der Mittagszeit ist um. Claudia, holt der Mama. Nix sagt Felix. Servus, Herr Doktor. Ich bin der Beste im Tier. Ja, die kleine Abwechslung hatte ich verdammt nötig. Naja, das Geld verdienen am Schreibtisch ist halt einfacher, gell? Ich wollte mich noch für das Verhalten von der Claudia entschuldigen. Ich muss mich für Ihre Hilfe bedanken, Herr Schandl. Hoffentlich haben Sie dem Kalle keine Vorwürfe gemacht. Ach, wissen Sie, die Claudia ist noch sehr jung.